Noch gar nicht so verzögern. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen, na? Na, wie geht's euch? Ah, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für Nüsse. Ah, wie geht's Neben uns denn? Neben mir sitzt Klaus. Bei mir sitzt Dirk. Hallöchen. Hallo. Oh mein Gott, schneid das. Egal. Was, schneid's? Oh, ist also aus. Gott, wir hätten unsere Podcast-Lounge nicht in Sibirien wieder aufmachen sollen. Verdammt. Aber die Steuern sind hier so günstig. Oh ja, das wissen wir ja, wie wir die Tricks da Soll ich nur unseren eigenen Steuertrick, den wir tatsächlich haben, nachreichen? Oder in der nächsten Steuerfolge? Ja, pass auf. Meinst du, erweitern das? Gab so viele Reaktionen drauf? Ja. Hast du die ganze Post heute bekommen? Ja. Es gab eine Twitter-Reaktion, das ist schon fast eine 100% Steigerung zu unseren sonstigen Twitter-Reaktionen. Ja, und wo sonst hat man eine 100%ige Steigerung? Aber es gab keine Frage, es gab nur so, wascht euch oder sowas. Aber wenn ihr Bitcoins oder Ethers oder so habt, länger als ein Jahr behalten, dann sind die Gewinne steuerfrei. Ja, das ist auch damit, Gold so. Damit hätten wir ja letztes Jahr öffnen sollen. Go. Was liebst du? Go. Was für ein Film. Wundervoller Film. Was für ein Film. Aber ich hoffe, ich weiß es ja nicht. Ich bin mal gespannt. Mal sehen, was heute passiert. Ja, mal sehen, was heute passiert. Wir haben ja schon mal im Rahmen der Frühstücksfolge über Selbstgemachtes geredet. Und was machen wir Jungs häufiger selbst, als es uns selber? Deswegen wollte ich heute über unsere ersten Porno-Erfahrungen reden. Ja, wann haben wir den ersten gedreht? Erzähl. Ich meine am Bildschirm. Ja, ja, am alten Röhrenfernseher. Ah, da gab es noch Röhrenfernseher. Das war eine gute Zeit. Und da hatte jede Frau so eine natürliche Krümmung, weil der 4:3 Fernseher. Das so hergab. Heute ist es ja relativ einfach, Pornos zu sehen. Die sind ja überall. Jetzt hier auf dem riesen Bildschirm, auf den wir starren, auf unseren Telefon laufen. Wir schauen ja währenddessen mit. Sehr langweilig. Ich meine, ist auch unsere Empfehlung, währenddessen ein paar Pornos zu sehen. Ich hatte mal eine Kollegin in der Kneipe, die hat gesagt, könnt ihr jetzt die ganze Zeit Pornos laufen. Also einfach nur so für die Stimmung im Hintergrund. Aber sie hat in der Küche gearbeitet. Das fand ich gut. Ah. Also jetzt nicht für die Gäste so, sondern nur. So für den Rhythmus zum Umrühren und Kartoffeln stampfen. Ja, wahrscheinlich auch, dass man so ein bisschen den Sound so ein bisschen macht, wenn man dann halt irgendwie Eier aufschlägt oder irgendwas so. Keine Ahnung. Ja, also deine konkrete Frage ist... Aber Eier aufschlagen ist schon ein ziemlicher Fetisch. Deine konkrete Frage ist, wie wir sie damals konsumiert haben oder... Wie wir sie damals konsumiert haben, wie wir damals in Berührung gekommen sind. Weil es gibt ja so viele schöne deutsche Sex-TV-Shows, die, wenn man die jetzt sehen würde, wahrscheinlich gar nicht so super sexualisiert sind. Aber also ich denke da so zurück, um nur mal eine Inspiration zu geben. Tutti Frutti natürlich mit Hugo Egon Balder. Chin Chin. Chin Chin. Chin Chin. Oh, Tutti Frutti war eine der ersten Sendungen, die in 3D in Deutschland ausgestrahlt wurde. Also 3D, ne? Stereoskopisch, oder? Also mit dem roten und dem blauen Auge. Also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich Italien gesehen habe, wie sich ausgezogen hat und dabei eine Brille auf hatte bei meinen Großeltern und sah die Bananen vor Italien. Ah. Ist das verständlich eigentlich? Klassisch auch italienische Speise. Wir müssen das irgendwie erklären. Also, ja. Ich habe es echt nur so vage in Erinnerung. Weil wir haben es nicht geschaut, nein. Aber... Hugo Egon Balder hat das moderiert. Genau. Und es gab halt immer zwei Kandidaten, Mann und Frau. Das waren nur zwei? Ich hätte drei gesagt. Sag ich nur zwei? Okay. Ja. Und jetzt wird es nämlich knifflig, weil aus meiner Erinnerung gab es halt immer Punkte sammeln. Mhm. Und zwar unter anderem auch beim Selbststrippen. Nicht nur bei den, ich wähle jetzt stimmt. eine... Ja, die Kandidaten durften auch, stimmt, ja, oh Gott. Und wieso, und dann konnten so klassische 80er-Jahre-Typen und Mädels. Genau. Mit Dauerwellen und zerschlissenen Jeans. Und dann gab es das alte Fernsehballett, was sich aber hier ausgezogen hat, nicht getanzt hat. Mhm. Und das waren Früchtchen. Und dann gab es nochmal diese Bonusdinger, wo es Länderpunkte gab, weil sich dann Italien oder Frankreich oder irgendwas ausgezogen hat. Und dabei meine ich... Aber die Früchtchen haben sich nur ausgezogen, wenn die Frage richtig beantwortet wurde, oder? Aber dann würde es ja bedeuten, es wäre nur so ein Bonus. Und ich dachte... War das nicht die so? Haben doch den BH aufgemacht. Ja. Und ich dachte, da wäre dann auf den Nippeln die zu wählende Frucht drauf gewesen. Oder dass man sagt, ich Hatten glaube, die du nicht bist Banane. BHs in den...
Scheiße, jetzt in den Farben und sehr Früchten. Gut vorbereitet, Klaus. Also ich hätte jetzt, weil also am Anfang war ja immer dieses Ballett und Chin Chin Bla und dann ist immer Chin Chin und dann war es halt ja von wegen alle macht dem BH auf oder sowas. Das waren ja auch diese. Alle macht dem BH auf. Das waren ja auch diese BHs, die Öffnung vorne am Brustbein hatten. Ja. Und dann sah man halt, dachte ich, nicht direkt Nippel, sondern mit Früchten beklebte Nippel. Also mit Bilder von Früchten beklebte Nippel. Aber welchen Zweck hätte das im Sinne der Spielshow gehabt? Also ich weiß ja, es waren ganz normale Fragen. Ich dachte, also, das wäre so der Gag gewesen, dass die Auflösung immer hinter dem BH steckt und das Bonbon von wegen, hier sieht er mal eine hübsche Blabla-Frau, die sich halt aussieht, war dann halt diese Länderdinger. Weißt du, die Auflösung, aber dann müssten die Fragen ja alle sehr fruchtspezifisch gewesen sein. Ich dachte, das wäre, war es ein Quiz? Das war ein Quiz, ja. Die haben Fragen gestellt und dann haben die Frauen sich ausgezogen, aber ich weiß nicht mehr, ob es da einen direkten kausalen Zusammenhang gab. Wie man das ja eigentlich logisch annehmen müsste, aber auf der anderen Seite wurde es in den 80er Jahren von einem koksenden RTL-Redakteur erfunden. Koksen? RTL? Ja, RTL-Leistung. Wer war nochmal der Intendant damals? Gott, keine Ahnung. War das Thoma? War der schon so früh? Dieter Thoma. Dieter Thoma ist ja. War das schon so früh an der Macht? An der Macht. Ja. RTL ist der mächtigste Sender der Welt. Nee, aber ich meine, erzähl mal, also dein allererster, ich meine, Porno, wirklich Porno. Naja, diese ganzen, ich, also damals, es war ja unglaublich schwierig, dann halt überhaupt mal einen richtigen Porno zu sehen. Das waren ja viel Sex- und Erotikfilme. Ich wollte gerade sagen, die sogenannten Softsex-Filme, genau. Die man damals halt noch auf den Privaten sehen konnte. Also ich glaube, Sat.1 war so ein Vorreiter, der hat die ganzen Ich glaube, der Vorreiter war RTL. Echt? Bevor die, ich glaube, also auch noch so vor meiner Zeit, war bevor die umgestiegen sind. Also meine Zeit? Ja. Bevor die umgestiegen sind und dann kam Sat.1. Ich hätte jetzt gedacht, die waren immer dicht später. Dran. Ja. Weil die, glaube ich, erstmal super billig zum Einkaufen waren. Das waren ja dann halt... Die Stadl-Party in der Lederhosen. Da hat man ja zum Beispiel hier Peter Steiners Theaterstadl. Das war ja später so ein festes Ding bei RTL. Ja. Und dieser Peter Steiner, den gab es auf irgendeinem so ganz Billo-Porno mal bei Sat.1. Genauso. Wer möchte nicht mal Peter Steiner nackt sehen? Aber ich meine, so haben alle angefangen. Peter Bond auch. Peter Bond, ja. Pornodarsteller, aber ich weiß nicht, ob man die mal gezeigt hat. Silvester Stallone, Pornodarsteller. Uschi Glas? Im Schulmädchenreport. Echt? Ja. Okay. Bin ich mir relativ sicher, dass sie das war. Entweder sie oder Iris Berben. Aber ich meine, das war Uschi Glas. Okay. Ja, aber ich meine, da wurde genauso viel gezeigt wie die damaligen Sketchup-Folgen mit Dieter Krebs. Ja. Da hast du dann auch mal Iris Berben nackt gesehen. Das oder war, ohne, ja, war ja dann oft der Kontext, der das dann halt. Also genau auch der Schulmädchenreport, diese knallharte Aufklärungsreportage. Ja. War das die erste Mockumentary? Die erste, weiß ich nicht. Jedenfalls, lief. War das bei dir das alle, also sagen wir mal Softsex. Ich erinnere mich also an so Sachen wie Emanuel und sowas. Emanuel und Emanuel-hafte Filme. Ja, okay. Die auch eine Vorreiterin der Bond-Filme von mehreren Schauspielerinnen verkörpert. Und es wird nie darüber geredet, dass es eigentlich dieselbe Person sein soll. Das ist wie der Marlboro-Mann. Ja. Und dann halt dazwischen so endlos lange Dialogpassagen, die nicht wirklich Sinn ergeben. So eine Tragikomödie. Komödie war es ja nicht, ne? War es ja immer tragisch. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht manchmal auch lustige Teile gab. Aber es war wirklich eine Serie mit wahrscheinlich 20, 200 Teilen. Ja. Und also ich hatte irgendwie noch diese Liebesgrüße aus der Lederhose, die Dinger, war das auch eine Reihe? Heidi Haidar, ja. Ja, da gab es zwei Teile. Und das war zum Beispiel auch, der zweite Teil war eine ganz andere. Die ist dann in die Großstadt gegangen. Das war voll traurig, weil... Was ist mit der ersten Heidi Haidar passiert? Genau. Ist die Heidi Hai weg? Beziehungsweise... Ja, stimmt. Nee, warte, war das nicht sogar im zweiten Teil, dass sie gesagt haben, dass wir eine Cousine? Oder besucht sie ihre Cousine in der Großstadt? Verdammt. Also die pornohaftere Handlung ist auf jeden Fall, sie besucht ihre Cousine in der Großstadt. Ja, wahrscheinlich so. Ja, aber ich meine, waren das deine ersten Erfahrungen? Also war das gleich im Fernsehen? Hast du nicht irgendwie auf dem Schulhof mal irgendwie ein Magazin irgendwo gesehen oder irgendwas? Nee, wenn dann vom Fernsehen. Okay. Ich bin ja vor dem Fernseher sozialisiert worden. Ja.
Also ich glaube, so Magazine auf dem Schulhof, das ging bei uns echt wenig rum. Hm. Wenn, dann vielleicht von Tobias aus meiner Klasse. Schöne Grüße an Tobias. An Tobias und Steven W. L. Punkt. Und Matthias hatte keinen Nachnamen. Nee. Die wirken so wie die richtigen Kanäle. Oh nein, stimmt, die Bravo. Ja. Die Bravo war ja auch so ein Blatt mit einem gewissen, in Anführungszeichen, Aufklärungsanteil. Ja, du hattest wahrscheinlich schon diese Selbstporträt-Dinger, ne? Ja. Und davor gab es ja noch echt immer so eine Sex-Geschichten, also teilweise Stellungsfotos und teilweise halt auch so eine, wie so der Fotoliebesroman als so Soft-Sex-Dinger verpackt. Ich weiß noch, Benny und irgendwas. Benny und Julie oder sowas waren im Kino. Benny und Julie waren am Baggersee. Benny und Julie sind blöde gefallen. Irgendwie sowas. Und ja. Die wussten aber schon, dass Sexstellungen nicht variieren, je nachdem von der Örtlichkeit, wo man Sex hat. Da hat man aber echt... Die Sexstellung ist jetzt im Kino? Das fand ich auch total bescheuert, dass man irgendwie sagte zum Beispiel Missionarstellung, Reiterstellung und von hinten war immer Atergo. Da konnte man... Atergo? Ja. Das war hier zum ersten Mal. Bitte. Ja, okay. Benannt nach dem großen philippinischen Feldherrn. Genau. Ronanicus Atergo, der seine Gegner von hinten überfallen hat. Ich weiß, tatsächlich gab es diesen, es gibt ja immer diesen Dr. Sommer-Teil, wo Leute Sex. Das ist ja was anderes, wo Leute Sex fragen, aber das ist ja auch einer Bravo. Ja, genau. Aber der ist ja total, ich meine, der andere wahrscheinlich auch, aber den finde ich so ein bisschen existenzieller. So, weil da waren ja irgendwie wirklich wichtige Fragen, teilweise auch sehr dumme Fragen, aber die sich trotzdem ernst genommen haben, das fand ich ganz gut. So von wegen, der Klassiker, glaube ich, kann man durch Küssen schwanger werden. So. Mhm. Das wurde ja halt. Das ist aber nicht die Frage, die wir heute klären wollen. Das ist eine eigene Folge. Können wir aber auch gerne mal klären. Für jemanden, den ich kenne, der hat. Ja. Also. Schönen Grüße an Oskar. Das ist gut, wir können alle unsere Zuhörer mal noch persönlich grüßen. Ja. Alle unsere Zuhörer, meine Güte. Ich habe gehört, es wird zu Ohren gekommen, dass der ein oder andere uns gerne hört zum Einschlafen, beziehungsweise schläft ungewollt dabei ein. Liegt wohl auch daran, dass wir uns angeblich öfter verzetteln und verlieren. Und wir sind ja auch ungewollt wach hier. Ja, liegt aber auch nur daran, weil wir bei offenem Fenster und ohne Hose hier sitzen. Hm. Fernfahrertrick. Kalt geworden. Ja, das stimmt. Gut. Ja, aber dann diese ganzen Dr. Sommer-Sachen, die gab es nämlich auch bei Bravo TV. Das war auch mal so ein bisschen. Bravo TV war halt quasi die anderthalb Stunden-Variante auf, ich meine, RTL 2, moderiert von mit Ingolf Lück. Hallo! Eni van de Maiklok hier. Echt? Ja. Okay. Ja. Damals noch mit wild wechselnden Haaren. Es gab noch so ein paar andere Moderatorinnen. Also es war schon alles immer so ein bisschen so anrüchig für einen 12- oder 13-Jährigen. Ja, okay, aber ich meine, wie wird es jetzt Thema Sexualität uns erstmal halt irgendwelche Eigenkörpererfahrungen und sonst was? Aber ich meine, dadurch, dass es auch im Video in Szene gesetzt war, hat es schon immer einen gewissen voyeuristischen Charakter. Ja. Wer hat denn welche, haben die Gesichter gezeigt? Wie? Ne, ich meine, wenn du gesagt hast, die haben Videos gezeigt, dass da... Ja, ne, das war schon immer so, das hat also schon so einen leicht anrüchigen Charakter. Das ist so genau dieses Vorabendprogramm von RTL und RTL 2, wo sie immer halt so viel Nacktheit zeigen, wie sie damit wegkommen. Ja, okay. Mittlerweile ist ja auch echt mehr erlaubt. Ne? Also früher durftest du generell keine Penisse zeigen. Mhm. Mittlerweile siehst du Penisse, aber die sind nicht erregt, beziehungsweise bist du einem gewissen Winkel. Ich kann die Poster runternehmen, wenn du willst. Das ist ganz schön. Ja. Aber es gibt doch irgendwie so eine Regelung, dass man nicht über den 90-Grad-Winkel hinauskommen darf oder sowas. Also sonst dürfte ja RTL auch diese ganze Eva-sucht-Adam-Geschichte nicht zeigen, weil es ja auch mal so halb angedickte Penisse gibt, die man da sieht, weil dann halt einfach mal so eine Dame, so eine halbe Pondra-Stellerin da irgendwie am Strand wartet und der Typ kommt aus dem Wasser und denkt, verdammt. Und, ich gehe nochmal zurück ins Wasser, Hüft hoch und schön kalt, ich warte hier. Und dann ist man so drinne, dass man halt irgendwie gleich so eine gespielte herzliche Begrüßung macht, dann sind die so in einer Halbumarmung, merkt dann immer, wie dann der Mann von der Hüfte immer unten rausgeht, so, hallo.
Ja, und dann hast du erstmal ein Problem. Hast du so ein Kamerateam, was wahrscheinlich schwitzend hinter dir komplett angezogen steht, mit drei Leuten, alle total genervt oder aber das auch schön wäre, wenn sie so typisch Kameramann ein Hawaii-Hemd, aber keine Hose tragen und oder Flipflops. So. Genau. Und dann hast du, also ich weiß nicht, wie viel Geld die oder ob die echt Leute suchen, denen das vollkommen egal ist, aber es muss auch krass sein, oder? Weil dann bist du halt, keine Ahnung, ich glaube, Abteilungsleiter im gehobenen Dienst und sagst dann, ja, ich bin der Achim so und dann wurde das halt leider nichts, weil da kommt ja noch ein Zweiter und dann gibt es. Sind die nicht alle jünger? Also eher so, ja, ich habe jetzt meine Versicherungsvertreter-Karriere hier begonnen bei Pimli Ho, der Allianzvertretung in Schwettlingen. Ja, kann sein. Und jetzt will ich hier groß rauskommen, dann, wenn es gut läuft, ins Dschungelcamp. Weißt du, welche Sendung ältere, sage ich jetzt mal, also auch ab 50 und sowas Leute nackig zeigt? Die aus persönlichem Interesse? Naked Attraction, glaube ich, heißt das auf RTL 2. Okay. Moderiert von der Milka, die damals bei Viva-Sion oder nee, Viva halt als V-Jane angefangen hat. Ja. Und also die klingt auf jeden Fall wie eine V-Jane. Und da ist dann halt irgendwie, entweder ist dann ein Mann, der halt Frau sucht oder Mann, der Mann sucht auch oder Frau. Also wird halt alles, das finde ich ja ganz gut bei RTL 2, dass sie halt so sagen, wir nehmen halt alle Geschlechterkompositionen auf, also alle möglichen Wir machen einen dicken Kuchen der Nacktheit, Hauptsache nicht attraktiv und ein bisschen älter. Naja, ich meine, wenn irgendwas in diese Richtung gehen würde bei öffentlichen oder vielleicht sonst was. Vielleicht auch für uns in 20 Jahren eine Karriere. Warum denn nicht? Und da wird dann die möglichen Kandidaten für ein Treffen von unten nach oben gezeigt. Und in der ersten Runde geht es, glaube ich, nur bis zum Knien oder bis zum Schritt. Und dann geht es echt, das ist total krass, dass man sich so beiläufig sagt, okay, dann ist es halt ein nackter Mensch. Sondern dann geht es halt nur von wegen, wie findest du denn seinen Penis? So. Ehrlich. Und dann weißt du ja, dass der halt im Studio wahrscheinlich auch nicht günstig wegkommt da. Und dann hast du dann halt so von wegen, ja, manchmal halt auch ganz krass. Nichts ist ja auch so erotisch wie ein schlaffer Männerpenis. Ja, ja. Der einfach so ein bisschen runterbaumelt. Aber noch sehr schön, wenn er schon in die Jahre gekommen ist und mal vor 10 Jahren tätowiert wurde. Nice. Von einem Achim, Fernfahrer, bla bla bla. Aber der ganz verrückt auch ganz crazy Sachen mal macht. Ja, ja. Das ist schon hübsch. Also hardcore. Aber ich glaube, wir verlieren uns ein bisschen. Ja, da habe ich gleich eine neue Show-Idee. Zwei Junggesellinnen streiten sich um einen Junggesellen oder Geschlechter getauscht. Und die Kamera fährt von unten hoch und wer zuerst den Buzzer drückt, das gibt's für bekommt schön. Das Date. Es klingt auch so nach so einer asiatischen Show. Oder hier, ich meine, genau, wenn ich jetzt überlege, gibt es viel mehr so eine körperlichen Dinger als früher. Also wenn ihr hier Kiss, Kiss, Bang, Bang oder sowas. Oder der Kiss, Film mit Robert Downey Jr.? Wie heißt so ähnlich heißt die Sendung. Oder Kiss, Bang, Love heißt sie, glaube ich. Aha. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, sowas, da gibt es halt einen Kandidat, entweder Frau oder Mann. Das ist ProSieben, aber das ist halt noch sehr Klischee. Da gibt es halt echt nur von wegen... Nur eine Brust. Nee, Mann sucht Frau und Frau sucht Mann. Ah. Alles andere gibt es nicht. Da ist die Welt noch in Ordnung. Und ja, Werner Schulze. Und dann... Werner Schulze Söder. Und dann steht halt ein, der Kandidat ist da mit verbundenen Augen und dann kommen nach und nach 20 Kandidaten auch mit verbundenen Augen. In erste Runde geht es nur darum, dass sie sich für 10 Sekunden oder für eine halbe Minute mit verbundenen Augen knutschen. Und dann gibt es auch die Kandidaten, die sagen, ja, komm, jetzt geht richtig los, ich habe richtig Technik. Dann geht es halt los und dann fängt er an, erstmal so einen halben Meter Zunge hier reinzuhalten. Sieht euch, oh, Schluss, Schluss. Und denkst auch, super Format. Moderiert von Annemarie, wie heißt denn, Carpendale, die mit dem Sohn vom Carpendale zusammen ist. Boah, ich bin voll drin in dem Klatsch- und Tratsch-Ding. Ey. Wow, wow. Ja. Ja, pass auf, auch eine gute, es war das nicht, also fällt völlig bei erster Sexerfahrung raus, aber oder Pornoerfahrung. Aber damals gab es auf MTV eine Show, die hieß MTV Undressed. Wo junge Leute... Party Down Your Pants, war das das? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Das hat nämlich... Also Party Down Your Pants klingt schon zu frech für das Format, was Undressed war. Das waren so Leute in den 20ern, die in so absurde Kurzfilmsituationen geraten sind und dann Ausreden gefunden haben, sich die Kleidung auszuziehen, bis auf die Unterwäsche. Also wirklich, oh, wir sind hier eingeschlossen und die Heizung geht nicht aus. Oh, und ich habe das Thermostat abgerissen. Huh! Gott, ich will das doch nicht sehen.
Eine gute Show. Also wenn das eure erste Erfahrung mit dem Ausziehen und der Beginn Sexualität im Fernsehen war, meldet euch bei Ad für Nüsseport. Hm. Es gab zu derselben Zeit vermutlich, war das halt auch so eine VJ von MTV und die wurde gesponsert, die Sendung von Levis, oder Levi's, wir streiten sich die Geister drum. Und die Geister streiten sich. Ja, hörst du nicht? Genau. Ja, stimmt, Geister können hier eine Hu machen. Levi's. Jedenfalls ist sie rumgelaufen in der Altstadt, beziehungsweise in der Innenstadt, immer da, wo die Verkaufszonen waren, in jeder Großstadt und hat irgendwelche Kinder gesucht oder Jugendliche und gesagt von wegen, Party down your pants. Und dann haben die, wenn die sich ausgezogen haben, vor ihr eine Levi's gekriegt. Und ich kenne, eine Werbesendung war? Und ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Sein Name reimt sich auf Schmirk. Und heute moderiert er mit Schmaus einen anderen Podcast. Name reimt sich auf Schmecki. War es der Igel aus der Hör zu? Okay, deine erste Porno-Erfahrung. Ja. Wir müssen mal echt die erste Porno-Erfahrung. Ich versuche das gerade im Kopf zu sortieren. Also es gab ja damals auch noch andere gute Shows. Was ist denn immer, dass du drumherum pimmelst? Nee, ich das ansonsten nur kurz gefasst wird, bin ich mir relativ sicher, dass es ein Emanuel-Film war. Ist ja kein Porno. Also Porno gilt für dich nur Hardcore. Naja, also man sieht nach alles. Normaler Definition okay. Halt. Ja, das war ja dann nicht im Fernsehen. Das im Fernsehen ist das ja verboten. Ja, okay, aber auf VHS wahrscheinlich war es dann. Ich meine, damals gab es doch die VHS, die rumgegangen ist. Die rumgegangen ist. Bei uns gab es nämlich irgendwie zwei Kumpels, die haben sich dann irgendwie gegenseitig, glaube ich, so ein bisschen gepusht. Mut oder weiß nicht, wie heißt das? Mut. Dings, Wahrheit oder Pflicht? Nee, wenn man sich in der Gruppe halt irgendwie... Mutproben. Hallöchen. Genau. Und dann sind die halt in unseren kleinen Videoladen, Videothek gerannt und ich glaube, der eine war schon in 18. den Bereich, der mit so Fransenvorhängen abgetrennt war? Ja, ich glaube, das war so eine rote Schiebetür. Und dann da rein und dann haben sie sich dann halt Pornos ausgeliehen und die dann halt zu Hause dann mit zwei Videorekorder. Die Technik hatte ich auch. Wir hatten auch zwei Videorekorder. Ich habe auch ganz viel kopiert mit dem Videorekorder meiner Schwester. Ich musste aber den Videorekorder aus dem Wohnzimmer leihen für die Schule. Genau. Und da haben die halt dann immer so was war das? Das Maximale war 4 Stunden, oder? Das ist die Maximale. Also später gab es auch 5 Stunden. Ja, und dann gab es ja auch noch dieses System, dieses Longplay. Ja, wo du halt dann... Ja. So wo die Qualität nochmal runtergegangen ist, was ja in der Videokassette echt schon kann man sich gar nicht vorstellen. Ist, ja. Und das haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Und dann ging da drauf, glaube ich, auf dem 4-Stunden-Tape ging, glaube ich, 6 Pornos oder so. Und die ging immer rum. Und waren sie verantwortungsbewusst und haben die Dialogszenen nicht mit aufgenommen? Nein. Ich habe eine Nachricht. Hast es geändert, damit wir uns nicht mehr über ein... Das war mir zu ablenkend heute für den Talk. Ja, okay. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache, da wollte jemand Boxer werden. Irgendwie hat er es nicht hingekriegt. Und er wurde halt trainiert, natürlich nicht von so einem alten, grimmigen Boxlehrer oder sowas, sondern er wurde von einer, ich glaube, die war Krankenschwester Hauptberuf. Hieß der Film Cocky? Oh, was ist denn das? Ja, tut mir leid, das sind lauter Nachrichten. Kannst du dich ausmachen? Ich kann das hier nicht ausschalten. Wir sind in einem anderen Setup, meine Güte. Ihr gehört das doch gar nicht. Ja, aber... Wir hören es. Ja. Ignorier es einfach. So wie deine Stimme. Ja, jedenfalls... Jedenfalls haben die halt irgendwie da ein bisschen trainiert und waren auch immer alleine, wenn es losging. Und ich fand den nicht gut, aber ich habe ihn zu Ende geschaut. Oh, das ist auch was. Wenn du im Porno zu Ende schaust, dann ist es ja eigentlich immer so, dass man, glaube ich, die Hoffnung hat, nicht dieser Gag von wegen sie heiraten, sondern dass halt nochmal eine bessere Szene kommt. Das ist ja das ist ein furchtbarer Gag, der sich so in die Popkultur eingeschlichen hat, so Atze Schröder-Komikern. Ja. Ein Porno, der war auch total, der ging auch rum, der ging so durch die Zeit. Das ist, als allererstes hast du so ein Neandertal-Pärchen gesehen, dann hast du später so ein Rokoko-Pärchen gesehen. Das ist natürlich gut. Das ist eine gute Handlung. Ja, das war super. Somit war es auch nicht schlimm, dass es immer aus dem Zusammenhang gegriffen ist. Es ist so ein bisschen wie Terrence Malicks, wie heißt denn der Film mit Brad Pitt? Ist auch so um das Schicksal einer amerikanischen Familie von den Dinosauriern bis jetzt geht.
Boah. So in die Richtung halt. Nur mit Ficken. Okay. Die Adaption, schöne Blockbuster und dann Porno-Adaption an Blockbuster, weiß nicht. Hab ich noch nie gesehen. Nee. Also weiß ich natürlich, dass es das gibt. Ich finde, das Einzige, wovon ich mal tatsächlich mehr gesehen habe, ist A Game of Bones. Davon habe ich auch Schnitte gesehen. Die Porno-Parodie von Game of Thrones, die witzigerweise der Macher hat auch... Oh, hat auch Glück, ja, ich wollte es nochmal immer auswählen. Der Macher, George R. R. Martin, also der Autor von Das Lied von Eis und Feuer, hat das auch gesehen, kommentierte das nur mit, das ist ganz schön schüchtern, dass sie das Verhältnis von Jaime und Cersei geändert haben, die in der Porno-Version keine Geschwister sind. Stimmt. Obwohl genau das Thema ja nämlich gerade genau total in ist, ne? Ja. Wobei, da ist doch meistens dann auch die rechtliche Absicherung. Ey, wie gut, dass du meine Stiefschwester bist. Ja, ja. Ich meine, alles andere würde dann, glaube ich, auch einen sehr eingrenzbaren Fetisch nur erreichen, wenn du denkst, oh mein Gott. Ja, das ist mal zum ersten Mal so, Stiefschwester, ihr seid gar nicht Blutsfreund. Dann ist es in Ordnung. Dann habt euren Spaß jetzt mal. Ja. Aber das ist ja auch, man hat sich ja heute auch daran gewöhnt, dass es einfach streamt. Damals, ich weiß noch, die Anfänge der Internetpornografie, wo man eingewählt hat, musste man ja ungefähr 30 Minuten warten, bis so ein 360-Pixel-Video geladen war. Nee, ich hatte ja noch davor erste CD-Videos. Auf meinem Amiga 500 Plus hatte ich erweitert auf mein Megabike, hatte ich Strip-Poker. Und ich habe nie verstanden, wie Poker geht. Ich habe immer nur ganz viel gesetzt und habe dann ein Full House gesucht. Und da musstest du aber die Erweiterung rausnehmen. Und dann war halt natürlich das finale Bild halt, die Dame saß dann halt nackt und hat dann halt ein schlechteres Bild gehabt als du. Blatt. Blatt, ja. Ja. Und dazu gab es noch Sex Games. Also wir haben so wie California Games. Genau, da gab es California Games und Blabla und Western Games und UK Olympics und das war, ja, genau, das war halt auch eigentlich nur, da hast du die Joysticks auch zerrissen. Das war ja echt immer jedes Ding war halt einfach nur schneller rechts, links. Oder auch heute noch eine beliebte Technik beim Porno gucken. Ja, das stimmt. Also ich weiß so Leisure Suit Larry, falls dir das noch was sagt. Ja, ja, klar. Kenne ich aber auch nur so einen Teil als Demo. Da war ich, das hätte ich nicht übers Herz gebracht, glaube ich, das zu kaufen. Das hatte niemand in einer gebrannten Version. Ich glaub, oder damals noch von Diskette kapierten. Also, aber Larry 5 hat auch bestimmt schon so unsere Zeichentrick-Optik, oder? Ja, ja. Eher so ein Point-and-Click. Ja. 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 Das wär, glaube ich, der erste gute Videospielfilm, den man machen könnte. Larry. Die Leisure Suit Larry-Filme, ja. Aber das war auch ganz schön, der war ein krasser, sexister Typ. Also. Ja, aber das war die Zeit damals, so wie wenn man heute eine schrecklich nette Familie sieht. Ja, ja, stimmt. Da fällt dir gleich die Batterie aus deinem Vibrator. ist mir jetzt, hattet ihr damals auch so einen Porno-Dealer, also so einen Typen, der halt Ich erinnere mich an eine CD, die bei uns rumging später, als man halt CDs mit Daten füllen konnte, wo auch so ein Porno-Flash-Spiel drauf war. Flash-Spiel, ja. Okay. Also halt wie diese ganzen, irgendwann wurden ja diese Flash-Games so in, wurde so 2D. Und da war halt so eine nackte 3D-Frau, aber so von der grafischen Qualität von Hugo. Falls dir Hugo noch was sagt. Ja, ja, ja. Und die konnte man an verschiedenen Stellen anklicken. Da hat auch Blümchen angefangen, oder? Blümchen? Ich dachte, die hätte da angefangen. Weiß ich nicht. Also ich das weiß, war doch von wegen, Kraus, sie haben die Wählscheibe, legen sie wieder auf. Genau. Wie oft ist mir das passiert? Ich kann mir nicht ganz kann's schnell. Und ich habe immer gedacht, warum drückt die so spät die 2? Was für ein Konzept für so Spiele auf unter-Super Nintendo-Niveau da anzurufen, um live im Fernsehen zu versagen. Man könnte richtig viel Geld gewinnen. Konnte man? Ich glaube so 20, 200 Euro. Mark. D-Mark. Hätte ich auch lieber Superball gespielt. Was war denn das nochmal? Das war auch Sat 1, Pfeil, die Frühstücksshow, ne? wo ein Promi am Joystick saß und du musst sagen, links, rechts, links, genau. Rechts. Ja, ja, stimmt. Das ist so ein bisschen wie der heiße Draht bei 100.000 Mark Show. Mit, mach ich alleine. Endemol. Hoch, 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 mach ich alleine. Das ist so ganz doll, machst du da, ganz doll. Ja. Das war Ulla Kock am Brink, nicht Linda de Mol. Ah, okay. Und die hat Deutsch gesprochen.
Das ist doch auch deutsch gewesen. Deutsche Linde de Mol ausgesprochen. Hast du ganz schön gemacht, ganz schön gesungen, mein Kleiner. Ja, das klingt, wissen Sie, Alfred Jodokus Quark. Warum würde ich so fröhlich? Ja. Ja, okay. Nee, aber ich weiß noch damals auch so zu meiner Zeit ganz trendy, auch weil die damals halt so ein Sexsymbol war, Verona Feldbusch. Stimmt, die hatte ja diese Show. Die wurde ja richtig zur Kultfigur. Sie war die Nachfolgerin, ne? Die Vorreiterin war so eine mit amerikanischen Akzenten, eine Blonde, die halt ein tatsächliches Pornosternchen war wohl. Okay. Aber unbekannt in Deutschland. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also, aber damals gab es ja so quasi rund um die Woche so ein Pornosendungenprogramm auch auf... Wahre Liebe, Lilo Liebe Wanders. Sünde. Hallo, liebe Liebden. Das ist Briscoe Schneider. Von der Wochenshow-Parodie. Hallo, liebe Liebenden, willkommen bei SexTV. Aber hat nicht Lilo Wanders irgendwas mit Hallo, liebe Liebenden gesagt? Die ist auch gesagt? Ich dachte, er hätte das davon genommen. Ich dachte, die hätten das mehr oder weniger noch erfunden für Briscoe Schneider. Okay. Stimmt, da sind ganz viele Dinge passiert, ne? In den 90ern also wirklich getraut. Quasi rund um die Woche und dann halt auch so teilweise auch nicht schönes Aufklärungsprogramm. Man blieb dann immer dran und so hoffen, dass man irgendwie attraktive Leute... einigermaßen nackt oder im Akt dargestellt wurde. Gab es da schon Domian in den 90ern? Bestimmt. Da gab es ja Klassiker, der Typ, der angerufen hat, der von wegen, der immer sich so eine Wanne Met macht. Wett-Met. Ja. Ja. Beziehungsweise... Wozu, Dirk? Wozu macht er sich eine Wanne Met? Weil er so einen Hunger hat? Ja. Weil er so große Brötchen mag? Ja. Es gab wohl einen, der auf dem Dorf gelebt hat, der sich halt einmal im Monat... 60 Kilo Met vom Metzger geholt hat und da immer seine oder eine Frau draus geformt hat. Aber das einmal im Monat. Und ich denke, wenn du auf dem Dorf lebst und das einmal, dann weiß die Fleischerei doch, was du, also, oder nicht. Weil irgendwann würde sagen, okay, der Franz, der keine Ahnung, hat wieder eine Feier. Genau. Ich meine, aber nach 3-4 Monaten kannst du ja nicht mehr erzählen, oh, da kommt ein Besuch aus. Irgendwann sagt man so, was macht der denn? Was macht er? Der holt gar keine Zwiebeln, keine Brötchen. Was macht er? Ja, Zwiebeln könnten ein bisschen brennen halt. Ne? Ich habe aber auch da, auch in der ganzen angeschlossenen Industrie, hat sich so viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Ich habe in letzter Zeit nochmal für ein Unternehmen gearbeitet, die Sexpuppen versenden. Oh, die werden ja mittlerweile richtig krass, ne? Ja, ja. Also Gesichter und wohl, also Konsistenz von Hand, Körper, Brust, Arsch, alles sei wohl echt gruselig. Ja, also gruselig sehen die auf jeden Fall aus. Genau in diesem Uncanny Valley angesiedelt. Aber sind die nicht in Asien total in, dass da halt schon so viele quasi da gibt es auch einen Namen für diese Generation von Männern, die keine Beziehung zu echten Frauen haben, dafür aber zu so Sexpuppen und in so... online spielen. Die dürfen dich so auch semisexuelle. Ne? Gab es nicht so eine krasse Sache? Echt? Das ist schon irgendwie. Okay, wenn wir in diese ganzen Fetischdinger gehen, das ist ja da gibt es so viele. Oh. Aber. Ja. Übrigens, ein guter Nachfolger von, fällt mir noch gerade ein, wo ich das über diese. Wer ist denn Naki Kokomi oder so? Schlagt es nicht nach, sonst klinge ich nur rassistisch. Dead or Alive. So ein seltsames. Heißt das so? Ja, doch, das ist Kampfspiel. Dazu, was halt dafür bekannt war, dass es so eine bestimmte Physik für das Hüpfen der Brüste angewandt hat. Und da gibt es so einen seltsamen Nachfolger, wo man wirklich so fies voyeuristisch in so einem Volleyball-Urlaubsort das Hotel managt. Mit lauter leicht bekleideten Mädchen, die so ein bisschen durch die Gegend hüpfen, wenn sie verstehen, was ich meine. Ja. Was ist denn jetzt? Also ich meine, hast du, da du es nicht auf, du hast auf VHS, hast gesagt, hast du erstmal im Porno gesehen. Aber ich meine, hattest du ja schon einen eigenen Fernseher oder? Genau. Ich hatte einen eigenen Fernseher, so einen Sony Trinitron. Also warst du alleine? Ja. Weil, also ich glaube, mit dem allerersten Porno hat man mit Kumpels beim Kumpel gesehen. Habe ich tatsächlich nie gemacht. Okay. Wollen wir das jetzt nachholen? Ist das eine Einladung? Nein, das waren nämlich immer diese Momente, die man ja nicht vorher planen konnte und in dem Moment dann dachte... Plötzlich läuft ein Porno. Nee, ich meine, wenn du es noch nie gesehen hast, dass du einerseits eine unheimliche Faszination halt gespürt hast und andererseits hast du gedacht, Jungs, geht was, so. Und dass man das irgendwie sich dann darüber lustig macht, also alle müssen dann mit dieser Nervosität halt umgehen und sagen, haha, guck mal, wie der, so. Ich verstecke meine Erektion. Genau. Das, das war immer ganz, ganz bizarr, solche Momente. Aber weiß auch nicht, warum man, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist mal so ein bisschen auch Angeberei von dem, der es geschafft hat, die als Erste aus dem Freundeskreis zu akquirieren. Na, guck mal, was ich hier habe. So. Ja, komm mal her. Die habe ich von meinem großen Bruder Leunel bekommen. Leunel. Ja, ja. Aber ich glaube, das Erste, was ich hatte, waren so Heftchen. Also bei uns gab es ja dann irgendwie noch die Zeit, da hatte ich einen, schöne Grüße an Ingo S. Punkt. Hast du gerade die Heimberger-Grußgeste aus Tultheim gemacht? Nein, das ist nie passiert, kein Videopodcast. Und der hat nämlich seines Zeichens in den Sommerferien immer bei einem Recyclehof gearbeitet. In den Doktorsommerferien? Nicht schlecht. Und da hat er dann halt tütenweise Pornoheftchen halt immer gesichert. Und irgendwann hat er mir, glaube ich, zum Geburtstag... Also, wenn die in einem Recyclinghof landen und entsprechend aus einem verklebten Altpapiercontainer kommen. Nee, das waren so Kiosk-Ausgaben. Genau. Ja. Die da halt dann irgendwie nicht wieder zurückgeschickt werden. Dann ziehe ich meine Gesundheits- und Sicherheitsbedenken zurück. Der hat mich mal eingedeckt mit den ganzen Spiele... Konsolen, Zeitschriften, wo dann anfangs dann schon CDs dabei waren für die PS1 und so. Mhm. Und dann ab und zu auch mal ein Pornoheftchen, beziehungsweise als ich Geburtstag hatte, hat er mir eine ganze Tüte. Oh, alles Gute. Und dann war da halt randvoll Dinger, die ich mir die natürlich... Die Playboy mit Gimmick. Ja, und da war dann zum Beispiel auch, wie hieß sie denn? Bei GZS hat angefangen und später dann hier... Joe Gerner. Die Wanderhure. Alexandra Nelde. Genau. Und die wäre dann auch im Playboy. Und den Playboy hatte ich dann. Ich meine, Playboy waren eher einer der besseren Fotos. Das stimmt nicht. Gute Fotos. Im Vergleich zur Wochenend oder was da noch alles. Die Coupé, die auch immer so aggressive Fernsehen gemacht hat. Robbenschlacht auf Genua. Coupé. Die krasseste Spezialeinheit der Welt. Coupé. Hart gefickt beim Zahnarzt. Coupé. Jetzt im Kiosk jeden Mittwoch neu. Nein. Ja. Oh Gott. Wir entschuldigen uns bei euren Ohren, wenn ich hier gerade auf den Pegel schaue. Ja, ich meine, aber genauso war es. Und dann konntest du dich immer rechtfertigen von wegen, nee, die Berichte, die recherchieren nämlich hart. Meine Kieferorthopädin hatte immer so Hefte. Ich hatte früher eine Zahnspange. Ja, wer nicht? Wie man an meinem S-Fehler hört. Was, hast du auch einen? Stimmt, es war eigentlich in Mode. Jeder braucht eine Zahnspange. Ja. War wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Nee, zumal wenn du eine Feste hattest. Ja. Ich hatte eins frei raussetzen. Aber ich meine, die haben sich aber selber verarscht. Es waren noch mal die Leute, die zwischen 5 und 8 Jahren die tragen mussten. Ich hatte eine Feste und hatte die 2 Jahre Bums raus. Echt? Ich habe meine immer diszipliniert getragen und dann ging es auch. Ja, du. Ja, aber ich kenne welche, die eben vorhin, ich werde die nehmen ich aber eh nicht. Dann einmal im Monat, warum ändert sich denn nichts? Ja, nee. Und bei den Festen hast du halt irgendwann alle 2 Monate einen neuen Draht gekriegt und der wurde hinten dann einmal richtig schön angezogen. Du hast das Gefühl, als ob die ganzen Zähne einmal so das musstest du bei den zum Einsetzen selber machen. Und dann gab es halt immer einmal in der Woche diesen richtig harten Tag, wo du einmal nachgezogen hast. Okay. Und dann hast du, naja, eigentlich einmal nachziehen, aber wenn du jetzt ein bisschen beschleunigen willst, ziehst du 2-mal nach. Ja. Und die hatte jedenfalls auch immer so Heftchen, wo zum Beispiel einmal hatte sie ein Heft, wo Gary von den Spice Girls nackt war. Ginger Spice. Die rothaarige. Die und Baby Spice waren ja wohl die besten, oder? Absolut. Ja. Aber das ist eine andere Folge. Wer unsere liebsten Spice Girls? Oder wer am besten von Tanzen? Die einzigen beiden, an die wir uns noch erinnern. Ja. Ja, stimmt. Ja. Und solche Magazine, das war dann halt immer richtig peinlich, wenn man gerade so in diesen Magazinen blätterte und dann reingerufen wurde. Ich guck da mal kurz eine Minute ins Fischbecken. Ich fand's total unangenehm, wenn du auf diesem, waren ja dann alle Teenager. Und wenn du als Teenager und dich dann jeden Tag irgendwie 20 Mal selber entdeckst und so. Also nicht in dieser Form entdecken, sondern weil sich einfach permanent alles verändert. Ja. Und du voller Hormone und nicht mehr gerade ausdenken kannst. Dann sitzt du halt voller Angst festgekrallt an diesem Stuhl. Mhm. Und dann gab's halt ja die ein oder andere attraktive Assistenz da mal oder sowas. Musst dich dann mördermäßig bei dir rüberbeugen. Ja, das war auch alles eine absolute Katastrophe. Jede körperliche Berührung war schlimm. Bei mir war schon, wenn der Bus über so eine Hucke Piste vor. Oh, stimmt. Ich kann mich erinnern, dass ich die Baggy Pants getragen habe. Die Zeit, wo da eigentlich nur, also maximal an der Hüfte war halt irgendwie was zu spüren, das ist. Sonst hing halt alles runter. Und die Zeit der riesengroßen Boxershorts. Keine Elastan-Pants. Ideal. Einfach so eine Baumwoll-Boxershorts. Und dann merkst du irgendwie, wie sich in ein Hosenbein alles hochgekrempelt hat und dann ab. Naja. Und es gab so viele unangenehme Momente.
Auch sehr schön, was war das, 7. Klasse oder was? Vanessa, ich weiß nicht, wie sie im Nachnamen heißt, muss ich auch nicht sagen. Und das war die einzige, es gab ja manchmal so Mädels, die dann ein bisschen wussten, wie sie schon wirken und damit gereizt haben. Sie hat das total, fand das total lustig. Und dann hieß es, ja, und hier, komm mal an die Tafel. Und ich so, nee, komm mal an die Tafel, ich weiß es nicht. Jetzt komm doch mal bitte, ich will doch, weißt du gar nicht, was ich frage? Ich weiß es verdammter Scheiße nicht. Und ich dachte, trotz Baggy Pants wird das hier eine unangenehme Kiste, wenn ich jetzt aufstehe. Und sie hat sich als Einzige kaputt gelacht, als Einziger überhaupt da in den Dings. Oder auch gerne schön Schwimmtraining. Das hatten wir zum Glück in dem Diese Alter. Diese heißen Steine, das war ganz mieser Scheiß. Wir hatten das nur einmal so wirklich vor der einsetzenden Pubertät in der Schule und dann hatte ich nochmal Schwimmen in der Oberstufe. Ich glaube, das ist auch das Klügste. Ich glaube, das haben sie dann auch nach 5 Jahren dann geschnallt, dass das nicht cool ist. Ja, wir sehen zu viele Kindererektionen. Das können wir so nicht mehr durchsetzen bei den Elternversammlungen. Aber du kannst keinen geraden Körper. Du fällst immer gekrümmt nach vorne ins Wasser. Wobei, müsste es nicht eigentlich sein wie eine Flosse, die deinen Strömungswiderstand optimiert? Ich bin eher wie so eine Frikadelle ins Wasser gesprungen. Vielleicht hat ja jemand Aquadynamik studiert und kann das uns beantworten. Ja, das wäre ganz schön. Oder Oscar. Findest du at gmail.com. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, diese ganzen, aber eigentlich sind es ja nur Momente, die es ja drum drehen. Ja. Ob ich jetzt noch. Ja. Wann fing das denn bei dir an, dass man gemerkt hat, dass es da auch eine gewisse Prominenz im Pornobereich gibt? Also diese sogenannten Pornosternchen, dass man so. Eigentlich primär aus Amerika geschnallt hat, boah, die macht immer voll tolle Filme. Das hat bei mir echt lange gedauert und ich hatte es auch nie so mit den Mainstream-Porno-Häschen, also so Richtung Sasha Grey oder so. Kenn ich nie. Hm. Hat Pamela Anderson eigentlich mal Pornos gemacht oder nur, diese nur dieses Tommy eine Lee Privatvideo Film? mit Tommy Lee, was das ging auch zum rausgekommen Beispiel rum. Ist. Ja. Und hängen geblieben ist, wie er mit seinem Penis auf dem Boot die Hupe betätigt hat. Mäh. Und sie, crazy. Und sich, oh Mann. So macht man's. Man weiß kaum, dass sie eigentlich Philosophie studiert hat. Stimmt. Das war ja, da gab es dann, wie hieß denn noch die andere, Anna Nicole Smith? Die war doch auch so aus dieser Riege damals. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, die war aber nur Playmate. War das nicht irgendwann, hört das nicht zum guten Ton? Und Carmen Electra. Diese privaten Pornofilmchen zu drehen, die wurden doch dann irgendwann inszeniert, oder? Ging so von wegen, was ist denn jetzt veröffentlicht? Ja, dabei waren das halt so voll. Aber ich glaube, das war erst nach One Night in Paris. Das war das Paris Hilton-Video? Ja. Habe ich nie gesehen. Ja. Aber passiert wahrscheinlich auch nichts, oder? Habe ich auch nie gesehen, aber. Aber. Ist halt viel mit Nachtsicht gefilmt. Hast du gehört? Habe ich gehört. Ja. Ich habe das in einem Grünforum gelesen. Im Grünforum? Nachtsicht ist ja immer grün, weil das für das menschliche Auge kann, sind die Schattierungen besser auseinanderzuhalten. Ja. Ja, so im Zuge dessen. Und ich meine auch, Kim Kardashian ist so bekannt geworden. Die ihren Hintern aufspritzen ließ. Ich kenne ihn nur namentlich und halt so von Bildern. Ich weiß immer nur, dass es ein riesen Hintern, also so ein riesen runder Hintern ist. Und das kann, warte mal. Ich kenne sie als Hobbit aus South Park. Der Papa war doch der beste Freund von O.J. Simpson. Genau. Ja. Ja, und ja, danach haben sie es dann getrennt. Ja, genau. Ich habe ja die Das habe ich auch neulich, das hat mir auch neulich jemand erzählt. Ja, voll gut. At the Oscar Brown, wo es um die Netflix-Serie ging. Ja. In der Ross Geller auch den Anwalt spielt. Ja, ah, voll gut. Echt. Okay. Hast du ihn nicht gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Hat das gemacht. Keiner weiß es. Er hat lustige Filme gemacht. Goldberg. Ja. Nicht stimmt, ich meine, die ist auch durch so ein Videoband bekannt geworden. Okay. Aber ich dachte, das wäre so eine Reality-Trini, die hat. Aber ich glaube, deswegen hat sie die Reality-Show bekommen. So. Okay. Keeping Up with the Kardashians. Ach stimmt, die hat eine eigene Serie. Also halt, die so ein bisschen war wie die. Where's everybody? Wie die Osbournes. Ach nee, das war jetzt ja aus. Hogan Knows Best. Ja. Wie die ganze Zeit mit seinem Segway über sein Gelände fährt. Auch mit einem privaten Sexvideo in die Schlagzeilen geraten. Stimmt. Ja. Oder Trump jetzt. Naja, das ist ja nicht auf Video, zum Glück. Würde mich jetzt nicht wundern. Na ja, gut, ja, stimmt. So aber wenn, dann liegt das bei Putin im Aktenschrank. Fällt mir gerade ein, die ganzen Softsex-Filmchen, die ganzen Ich erinnere mich an
Ja, aber red ruhig zu Ende. Liebes Lederhosendinger, dass die halt dann irgendwelche Sexpraktiken praktiziert haben, wo, ja, wo man natürlich früher dachte, so funktioniert's. Also ja, zum Beispiel, die Frau sitzt breitbeinig auf der Schaukel und der Mann steht davor. Ja. Fertig das ist die Kiste. Das ist der Weiß, also. Willst du jetzt sagen, dass schaukelt nicht geht? Sie? Ja. Also da möchte ich mal anmerken, muss man nur mal sich zu zweit, einer sitzt auf der Schaukel, der andere stellt sich neben die Schaukel und man versucht sich beim Schaukeln immer High Five zu geben. Wenn man mal bedenkt, wie schwierig das ist. Mit 5 Fingern. Ja, ja, ja. Nee, ich würde sagen, ich hatte noch so eine Erinnerung aus so einem, ich meine, es ist ein Emmanuel-Film, wo sie dann überall so mit gelben Blütenblättern bedeckt war. Unter anderem auch natürlich in der damals noch üppigen Schambehaarung. Mhm. Ja, stimmt. Das war ja damals auch noch Usus. Man konnte ja gar keine Geschlechtsteile sehen. Ja, stimmt. Das war ja eigentlich ganz gut. Bei beiden Seiten halt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber ich meine, hast du das nicht auch schon am Anfang dann immer, ich meine, da war man ja zum Glück nicht so verseucht wie jetzt Jugendliche, beziehungsweise ja, ich weiß es ja nicht, aber die Möglichkeit ist halt einfach extrem, dass man halt zu viel bizarre Sexpraktiken gesehen hat, die einfach nicht funktionieren. So. Und dass man dann halt sich aber als die allerersten Infos dann gedacht hat, dann ist das so. Ja, vor allem, wie die Sachen so als vollkommen normal verkauft werden. Genau. Als so jeder Sex läuft ständig so ab. Ja. Ja. Und, ja. Und, ja. Nee, also ich weiß, aber damals war es in diesen Erotikfilmen war es doch auch eigentlich fast immer Frau liegt oben. Aus ästhetischen Gründen. Na, aber die ganzen, ich hätte jetzt gesagt, diese ganzen Schulmädchen-Dinger, da war es eine klassische Missionarstellung. Aber da war es doch auch wahrscheinlich eher nur angedeutet, oder? Also ich dachte immer, dass aus meiner Erinnerung, dass man schon eine Missionarstellung sieht und dann dieses wilde Filmküssen, also dieses eigentlich die Lippen aufeinander pressen. Aber ich glaube doch ansonsten bestenfalls oben ohne von der Frau, oder? Genau. Und dann sieht man, wie er sich so verliert nach unten oder in der Decke oder sowas. Und dann geht die Kamera nach vorne auf ihr Gesicht und dann hört man noch vielleicht eine Voice-Over. Und das war der erste Moment. Und dann schärfe Verlagerung auf die Lampe. Genau. Und dann aus. Und dann gibt es hier so ein kurzes Interview im Moment vor Karstadt. Ja, die jungen Dinger, die sind ja ganz schön frech. So, und dann wieder Schnitt auf irgendwie, ja, der Achim war unser Sportlehrer und dann hast du eine neue Geschichte. Herr Achim, Sportlehrer, siezen. Ja, ich meine Herr Daniel, A.R. Daniel, GZSZ. Was? Der hieß auch nur Daniel, mit Nachnamen. Wie Batman oder Madonna. Und dann, ich glaube, kurz in der Folge, wo er abgehauen ist, da wurde dann irgendwie geklärt, dass er Arosmus bla 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 irgendwie heißt, mit Vornamen. Da habe ich immer schnell aus dem Dings gezogen. Nicht Daniel, im Stile von Mario, Mario. Wieder was gelernt. Farb auf die Brüder. Schön mal weg, wie losgelöst wir immer noch mit dem Sex-Thema umgehen können, ohne irgendwie versuchen mit Spielen. Dann lustig, das Ganze zu segeln. Meine Herrschaft. Nee, aber wie sieht es denn mit dir aus mit diesen Pornosternchen? Wo du, ich glaube, das letzte Mal, als wir konsistent über das Thema geredet haben, vor 20 Minuten war das. Was ist mit Pornosternchen? Ob ich welche kenne? Mit den Pornostars. Ja, nee, wie du, weil du mich gefragt hattest. Nee, weil ich das mittlerweile irgendwie höre, dass man da halt ganz klar favorisierte Namen und sonst was, und das war nie so Thema. Aber wenn man da so lange dran bleibt, bitte? Dann sieht man die ja auch kommen und gehen. Die Karrieren der Pornostars. Das ist ja wie Fußballer. Das Erschreckende finde ich ja, dass ganz viele auch Pornostars mittlerweile werden wollen, weil die halt ja auch irgendwie so eine Social-Media-Kraft haben, die früher gar nicht existent war ja, dass sie glauben, das ist halt eine gute Basis, entweder um berühmt zu werden, oder das ist das, was ich als Berühmtheit empfinde und gut, und generell muss man das, also es ist halt... Also immer noch besser als bei YouTuber Kosmetikprodukte an die Leute zu verkaufen. Was? Und sich dann beim Duschen filmen? Apropos, ich habe mir so eine neue Creme gekauft bei DM. Erzähl. Für unsere Bonus-Patreon-Supporter auf YouTube. DM ist echt besser als Rossmann. Beef! Obwohl wir gar keins essen. Total schlecht, habe ich gehört. Apropos Roast Beef. Da fällt mir noch ein. Gab es bei dir auch mal einen Moment, wo du gedacht hast, Porno synchronisieren wäre cool für deine Vita? Ja, aber das war die Zeit, wo es so hieß, ja, Till Schweiger hat so angefangen. Ja, genau. Ah, ja, gib's mir, Baby. Ja, wenn du dir vorstellst, die muss ich ja immer noch irgendwo geben.
Und ich habe doch damals, also wir haben uns beim Studium quasi kennengelernt, kann man vielleicht sagen. Und damals so als Idee gehabt von wegen, wäre das nicht cool, wenn wir das machen würden als Nebenjob. Mhm. Und dann habe ich damals tatsächlich eine Produktionsfirma angeschrieben. Ich habe eine Mail bekommen. Ja, oh, das hat so gut gepasst gerade. Und da kam zurück, kein Scherz, ich habe es wahrscheinlich auch sehr salopp formuliert, vielen Dank, wir nehmen nur professionelle Sprecher. Und ich dachte, ich kenne eure Produktion, nehmt ihr nicht. Lügner. Vielleicht hättest du die Mail nicht mit feuchten Grüßen beenden sollen. Ich weiß, es gibt so ein... Was ist denn los? Was fummelt da mit dem Stift so aufgeregt? Das Lustige ist, es gibt so ein... Du hast überhaupt einen Stift die ganze Zeit in der Hand. Der hilft mir beim Denken. Bei Denken? Das hat ja gut geklappt. Es gibt so einen Trash-Horrorfilm. Der hat eine deutsche Synchro bekommen und die klingt wie eine Porno-Synchro, weil sie nur die Stimmen übersetzt haben. Und sonst nichts. Ansonsten ist der Film absolut still und es gibt nur die Stimmen. Das ist der Knaller. Es gibt keine Soundeffekte. Niemand schlägt sich und dann ist vielleicht mal sowas drin. Ja. Aber ansonsten nichts. Keine Schritte, keine Atmo. Das klingt alles total leer und deswegen klingt das so wie in einem Porno, als ob die einfach so zwei Leute ins Studio, jeder hat nur einen Take. Ach ja, du wirst meine Freundin nicht ausspannen, ansonsten zeig dir mal, wo der Hengst die Luden zu hängen hat. Die Luden? Okay, alles klar. Also so viel zum Thema Porno-Synchro. Ja, war auch schöner. Auch eine schöne Überleitung, ja. Ich wollte nicht ins Mikro atmen. Du machst die ganze Zeit. Ah. Ach nicht. Ah. Oh, wie war nochmal dieser Pornoname-Trick? Irgendwie erstes Haustier und Mädchenname der Mutter. Ah, stimmt. Ja. Ja, das könnt ihr uns immer auf Twitter schicken. Da sind echt gute Dinger schon rausgekommen, ne? Ja. Das ist echt krass, ja. Was da. Also auch so eine, wo du denkst. Aber ich weiß nicht, ob sich das offiziell so durchgesetzt hat. Weil es gibt ja wirklich kunstvolle Pornonamen. Ja. Habe ich gehört. Von Leuten, die Pornos gucken. Kennst du Porno-Sternchen-Namen? Holla, die Waldfee. Ich wurde mal von einem Freund bei, nicht Quizduell, aber so ähnlich. Ja. Quiz-Up heißt die App. Herausgefordert. Okay. Da gibt es auch die Kategorie Pornostars, wo man die Pornostars den Namen zuordnen muss. Und da hatte ich auch einen Mann. Also Bilder und dann? Ja, ja. Ich auch, leg mal eine Pause ein. Du kennst dich hier zu gut aus. Hast du dafür geschrieben oder einfach nur, weil du schon so viel dir... Beruflich. Aber jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, ja. Ich finde doch, pass auf, ich mache das ja auch im privaten Browser-Modus. Kennst du deutsche Porno-Darsteller? Nee. Nichts ist schlimmer als deutsche Pornos. Deutsche Pornotitel? Ja. Harte Samenschleuder, richtig durchgefickt in Analdemütigung im Schwimmbad. Kopi. Ja, die sind echt krass. Heidi, Heidi, ey, das ist echt... Weißt du, welche richtig gut sind? Also manchmal sieht man echt die richtig gute. Wo man denkt, was ist da denn los? Und zwar, wenn die spielen können. Das ist halt, also deswegen finde ich, ist sehr selten, ich weiß. Aber manche sind dann halt bei Game of Thrones mal aufgetaucht. Ach so, ja. Nee, aber ich meine, wie heißt es denn? Ah, ich weiß nicht, da gibt es so eine Kategorie. Weiß nicht. Ja, beschreib die Kategorie. Naja, wo sie so tun, als ob es eine alltägliche Situation wäre, aber sie ganz klar auch mit der Kamera spielen. Ja, ist es eine Point-of-View-Geschichte mit der Kamera? Oder ist die Kamera stiller Beobachter? Sie ist eher so ein stiller Beobachter. Ah. Also so eine Haneke-Geschichte. Ja. Ja. Egal, wird jetzt auch nicht spannender. Ach, verdammt. Ja. Ja gut, ich meine, irgendwann... hat man halt so ein bisschen Übung drin. In was? Im Spielen. Ja. Nee, ich meine, es gibt ja halt auch einfach, ich glaube, das, was überwiegt, ist halt von wegen, warum liegt der Stroh, warum bist du nackt und los geht's. Oder halt ganz total, also cool finde ich, wenn du merkst, das ist ein situatives Ding und von wegen, ja, irgendwie über irgendwas gequatsche, bla bla bla, und dann passiert halt irgendwas daraus. Dann denkst du, ah, okay, da wurde jemand wirklich kreativ. Also die meist, haben einen Impro-Workshop besucht. Ja, aber wo die echt einander zuhören,
und darauf reagieren und nicht abwarten, bis man soweit ist oder währenddessen sich schon vorbereitend hinstellen, ausziehen, nach vorne beugen oder irgendwas. Du denkst, oh, weiß ich nicht. Deswegen finde ich auch die ganze Nichts ist schlimmer als Schauspieler, den nicht auf ihr Stichwort hören können. Ja. Deswegen ist oder ihre Marke im Licht nicht treffen. Scheiß aufs Licht. Aber deswegen finde ich, glaube ich, so Pornstädtchen, da kenne ich nicht so gut mit aus, weil das halt einfach zu professionell ist. Und dann gibt es ja halt einfach diesen ganzen großen Bereich der Laien, also dieser Amateure, die manchmal dann halt auch tatsächlich, wo du das Gefühl hast, die sind miteinander gerade aktiv und nicht er und sie und es und bla, sondern dann ist es halt ein bisschen... Du möchtest die Nähe spüren zwischen den beiden. Nee, es ist wirklich soll es wirken. Und das andere ist halt einfach nicht... Lacht er denn? Das ist doch bei allem, was wir schauen. Auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen Filmen. Da nee, ich mag es, wenn die Leute so ein bisschen mit Spaß dabei sind und wissen, was sie machen. Ich mag diese Meta-Ebene, das Brechen der vierten Wand. Das finde ich gut. Wenn jemand eine SpongeBob-Maske aufhat. Oder so. Zum Beispiel. Ja. Da haben wir den Kreis geschlossen, weil ich denke gerade an Taubes Nüsschen. Ah, ja. Dann wird es, glaube ich, Zeit für die Abmod. Ja, also weniger FSK 18 wird es hier nicht. Schickt uns eure liebsten Pornos auf @fürnüssepod auf Twitter oder auf fürnüsse@gmail.com oder geht auf fürnüssepod.com. Da hört ihr unsere Podcasts und könnt euch unsere Bilder ansehen. Wer will das nicht? Oder schaut mit den Ohren bei YouTube bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus vorbei. Oder abonniert Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict. Geht auf die Seite fürnüssepod.com.de. Hatte ich gerade schon. Okay. So viel zum Thema sich zuhören. Ich habe mich gekratzt. Ich hätte doch einen Pornodarsteller hier holen sollen. Okay. Ja, gut. Haben wir alle durch? Bleibt nur noch die Frage, ob wir am Ende heiraten.